dorthin fliegen. Steuerung halt echt versöhnt. Witzig. Schadenvoller Humor in so eine neue Session. Hi. Von zu Hause. Früh am Tage. Wieder mal mit strahlendem Sonnenschein. Wir treffen immer die richtigen Tage, wettermäßig. Am Wochenende soll es richtig geil werden. Das stimmt. Ich soll den Schatten überholen. Ach, das sind diese Kämpfe gegen deinen, weißt du, wie bei Sunshine? Ja. Gegen den Pinsel Mario. Woher weiß ich den Weg? Da, wo er auch langläuft. Wo die Pfeile sind, würde ich sagen. Alles klar. Ja, wir haben Bowser einmal in die Lava geschubst und sammeln jetzt noch die restlichen Sterne, um die Vollstände zu demütigen. Das ist aber kein HB. Au. Nee, das ist richtig. Das ist kein HB. Wie kommst du da hin? Keine Ahnung, wie kommt er da hoch? Ach, hier ist Biene. Nee. Ach nee, scheiße. Das ist der zum Sammeln. Rückwärtshalte musst du da ausführen. Aber das ist keine richtig große Chance mehr. Nochmal diese Scheiße. Nee. Aber so richtig schnell ist er nicht. Guck mal hier, ich sehe ihn ja noch. Vielleicht habe ich ihn wieder überholt. Jetzt aber wieder nicht mehr. Jetzt kommt auch noch die Honigpansche. Die stört mich nie. Wieso ist das eigentlich jetzt wieso ist es so dunkel am Rand? Siehst du das? Weil das der Kometen-Ding ist. Oh, er hat gewonnen. Ja. Das war knapp. Da sitzt er. Muss ich nochmal probieren. Bei den Kometen ist der Bildschirm immer farblich eingerahmt. Je nach Kometenfarbe. In diesem Fall ein sehr düsteres Blau. Ich hätte das jetzt schattig genannt. Wir gucken, oben sieht man, dass es ein düsteres Blau ist. Unten ist es blau und links ist es dunkelblau so düster, dass es zusammen mit dem Schwarz zu schwarz wird. Ich führe. Ja. So wie. Gott mich schuf. Führend. Jetzt kenne ich ja auch den Weg, den kann ich ja eben gar nicht. Jetzt weißt du vor allem, dass mit dem Salto und so. Ja. Und hops in die Pampe. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man so ein Salto machen kann. Den braucht man in diesem Spiel recht wenig, ne? Ja. Er ist sehr langsam. Du hast dir gerade echt Zeit gelassen. Der ist etwas nach links. Gut. Sehr gut. Jetzt ist es gar nicht Honig. Mein Verdienst, weil sondern er ist so schlecht, oder was? Nein, das hast du gut gemacht. Aber war schon. Faires Zeitlimit. Warum musst du mir das immer malig machen? Nicht, nein. Das ist ja unfair. So, haben wir jetzt endlich alles? Ja! Okay. Dann schau doch glatt nochmal, ob da noch mehr geht. Da ist ein neuer Kommentar. Du kannst ja auch direkt hochhopsen. Wie kannst du das hier? Jetzt sind wieder alle weg, oder was? Ja. Aber guck mal, die Terrasse ist finito. Ja. Alles geschafft. Alles voller Krönchen. Jetzt gehen wir zum Badezimmer. Ja, und wie kann ich dafür sorgen, dass die Kometen wiederkommen? Wieso sind die überhaupt weg? Weil du irgendwie erst einen anderen Stern wiederholen musst. Diese ganzen Challenge-Sachen haben wir geschafft. Und Unterstützung aus Heidelberg. Ja. Haben wir auch die ganzen dicken Lumas? Glaube ja. Mach mal Mouse over. Nee, den können wir noch nicht. Nee. 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 Mouse over. Ist ja doof, dass man kein endliche Kometen-Nachschub-Berei. Ja. Da hatten wir gerade noch die Auswahl zwischen richtig vielen verschiedenen. Ja. Fahr doch mit der Reiserei. Na gut.
Wo ist das? Was ist das? Das Turmzimmer? Das ist doch kein Turm. Ein Schlafzimmer ist das. Hier, da ist ein geheimer. Der Eisvulkan, den magst du ja auch eher gerne. Genau, weil ich ein großer Eisfan bin. Wow. Weißt du, wo ich hin muss? Er zeigt jetzt zumindest mal das Level an, in dem der geheime Stern befindet. Schlüpfriger Eisbär. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Lieber. Wir haben ja ganz häufig die Dicken nicht gefüttert. Das stimmt. Ach nee. Ach nee. Ja, der musst du ja gar nicht hin, zum König Eis. König Eis. König Eisbart. Aber du solltest jetzt richtig, richtig viele von diesen gesunden Leckerlis essen. Ja, eben lecker schauen. Und wenn du die Stampfi. Wen? Den diese, Pinguin? Nee, diese Monolithen hier. Nein! Soll ich ihn fangen? Ich glaube, das musst du eh, damit du den Stern kriegst, aber du kannst ja erstmal den Stamm bauen. Du kannst es machen, wenn du richtig Lust darauf hast. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, der Stein hat nicht mehr recht. Ich meine, wie cool du dich hast, wie cool du dich in den Kristallen spiegelst. Nein. Geht nicht. Nichts geht da, das sind nur Hindernisse. Boah, ist das langweilig. Kannst du den inneren Ring abkürzen oder so? Hab ich dich. Das ist so doof. Ja. Der nennt mich Opa. Immer noch. Hey Mario ist schon recht alt. Obwohl es geht. Das finde ich ja immer ein bisschen doof. Mit dem Alter von solchen Figuren. Zum Beispiel gibt es ja bei dieser. Hol dir doch die Mütze. Vinci. Es gibt auch diese lustigen Taschenbücher, wo dann irgendwie 60 Jahre Donald Duck Geburtstag gefeiert wird. Und dann kommen dann so lustige Texte wie, schon ganz schön alt und immer noch so. Und er ist dann einfach offensichtlich die 60. Und vor allen Dingen bei seiner Geburt, nämlich dem ersten Comic, in dem er erschienen ist, war schon genauso alt wie jetzt. War schon genauso alt. Auf jeden Fall nicht null. Und kann man auch nicht sagen, ich weiß auch nicht, was man denn sagen kann. Wir sollen das einfach lassen. Rums. Jetzt klutschi klutsch. Ja, 4 habe ich. Alle. Bumbi. Aber es kann auch noch sein, dass hier gar kein dicker Luma ist. Das ist nur ein kleines Loch an einem Sternteil. Dann ist die Säule. Sollen wir mal gucken? Nee. Voll schuldbewusst. Du? Ich nicht. Gordon. Ja. Samuel. Ich hab gar nicht gesehen, dass Gordon mir die Nase zerkratzt hat. Oh, naja. Zerkratzt ist übertrieben. Angekratzt. Ach nee. Gar nicht so gute Erfahrung. Vor allem Sternteile. Wo? Links. Da. Nein. Über in der Mitte des Sees. Auf diesen Schlöcken. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen nur, weil ich ihn gerettet habe aus einer misslichen Lage. Wen? Gordon. Achso, was war er denn? Er hing an der Duschkabine oben dran. Kam nicht hoch und nicht runter. Oh nee. Ich glaube, du musst eher nicht dahin, wo der Freund ist, sondern in einem anderen Bereich, oder? Wo denn? Will ich noch mal. Hier so? Nee. Ich dachte, hier. Kann man ihn da irgendwo so wandsprungmäßig hocheiern? Aber vielleicht kommt es auch erst oben. Ach,
Ach nee, mein altes Problem. Du musst aber auch immer die gleichen Sachen haben. Das ist schlimm, ne? Immer Eis und immer doof. Aber weißt du, an was mich dieses Level sehr erinnert, weil ich habe es schon mal gesagt, als wir hier waren? Weiß ich nicht. An die Fendara Drifts aus Metroid Prime. Wer ist das? Die Eiswelt. Erinnere ich mich an. Wieso? Ach, die. Da schneidest du mich auch und das auch Eis. Irgendwie sieht es auch noch darüber hinaus ähnlich aus. Aber das war HD. Finde ich auch krass, Plattformen. Ja. Nein, das nicht. So eine Metroid Prime HD Collection wäre auch schon mal ganz cool. Und ist hier hoch? Ja. Da musst du, weißt du, diesen. Geil. War das richtig? Vielleicht. Ich hab mich eingeeist. Ja. Schon wieder. Ja. Jetzt hab ich nur sein Leben entfernt. Aus seinem System. Jetzt schaffen wir es noch heute durch, das Spiel. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh, schade. Wie viel Zeit? 11 Minuten. Oh, das ist zu kurz. Ah, guck mal hier. Und du hast sogar deine Dinger behalten. Und du kannst jetzt, bevor du die abflackst, vielleicht erstmal in ihre Knöpfe abreißen. Ach, da sind Knöpfe dran. Hast du früher. Haben wir mal schon jemanden zusammengebaut? Ach ja. Fridolin, ne? Ich weiß nicht, wie der hieß. Mit oh. Meinem Bekannten aus der Schule. Ja. Hey, hier ist ein Foto von. Ja. Mit Geschlechtsteil. Klaro. Alles, was gut und teuer ist. Glaubst du, brauchst noch eine Brille, ne? Blume. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein! Was machen die nur? Du hast so viel gepennt heute vorne, oder? Ja, die sind krass drauf. Ich befürchte, es wird heute wieder eine Serieunterbrechung durch Katzen. Achso, ja, das kann sein, aber es wird besser werden. Oh! Hallo! Eleganter wird's nicht mehr. Ich würde sagen, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Das wird ja falsch gelernt. Wieso ich lebe? Aber wenn ich jetzt sterbe, habe ich dann 45 und kann mir dann wieder die Knöpfe wegreißen und krieg dann noch mehr Punkte? Ja, aber ich glaube, du brauchst so viel Tube außer. Zum Schneemann! Nein! Och nee! Das Spiel ist aber auch echt extrem schwer. Also wir haben schon, was, 99 Sterne? Ja, 99. Fehlt nicht mehr viel zu 100. Ja, ich weiß. Das ist relativ. Oh nee! Ja, und zack. Oh, gut. Sehr gut. Und wir leben auch noch abgestaubt. Oh, das ist ein. Wie ein Dyson-Staubsauger. Lecker. Meinst du, dass das nicht vielleicht der normale Weg hier ist? Nee, ich glaube, das war das nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich weit für so einen Lumbi. Und die sind auch mal schon. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Knöpfe abzureißen.
alten Bauskabelknöpfe mehr, du hast 50 Knöpfe. Kommt ihr da raus? Ja. Ist das nicht geil bei Mario Kart 8 mit der Moräne in der Welt, in dem einen Level? Oh. Wo man auf der Moräne fahren kann, unter Wasser? Ja. Das ist sowieso ein tolles Spiel. Ah. Ich würde gerne mehr Leben. Ich glaube, du brauchst die Blume nochmal. Bin ich tot? Vielleicht nicht, doch. Mann. Du hast einen weiteren Safe Point erreicht, nämlich diesen. Gut. Was ist los? Weiß nicht. Zu dem du. Ach, krieg ich den oben? Ja. Kann man den Fehler vollziehen? Kannst du die nicht einfach mit Schütteln töten? Nee. Bist du sicher? 60%. Ja, ich bin auch ungefähr 40%. 60% bin ich auf das Fehler gekommen, das ist schon gut. Naja. Ja, also, es ist, also man schafft es von hier darüber nicht mehr weit vor. Ich glaube, das hatten wir schon mal die Stelle. Ja, andersrum geht's. Ach ja, genau, das war das mit der Höhe, Höhen, dem Höhenunterschied, die ich aber gar nicht feststellen kann. Das ist richtig gut mit der Fußspuren. Boah! Boah, das ist du kaputt geworden. Ist schon Zeit. Ich hab schon ja schon ein Level gezaubert, hab ich ja schon eins. Man fängt wirklich an, in so einem Spiel diesen Mund einfach zu ignorieren. Es kann echt gut sein, dass alles für die Katze ist, was wir da machen. Das ist schlecht. Mensch, diese Steuerung ist aber auch schlecht. Ich geb mal ab. Tü-düm.